Guten Mittag, guten Morgen, guten Abend, wann ihr mal schaut. Ich bin einfach mal stehen und begrüße euch zum, glaub, 8. Part vom Pokémon Renegade Platinum Nuzlocke Challenge. Oh yeah. 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 Jo, im letzten Part haben wir, da haben wir die Arena nochmal wiederholt. Nachdem wir laut Abstimmung die Challenge weiterführen sollen. Und haben dies dann auch dank einem wunderbaren Sweep von unserem Lombrero erfolgreich abgeschlossen. Und dann haben wir ein paar Galaktik-Rüpel verprügelt und sind jetzt am Ende hier gelandet, in Flori. Und hier ist halt nicht arg viel zu tun, wenn wir noch die Thema EOS bekommen. Hier können wir noch ein bisschen Beeren gönnen. Orange Barrier, die gute Sinelbeere hier. So, hier scheint es zu in Early State. Und die Amarena-Beere hier, die wächst noch. So, die lassen wahrscheinlich durch. So. Da können wir schon mal nicht durch. Folglich gehen wir mal hier ein bisschen weiter. Das sind mal Beeren. Chesto. Hier, wir können Chesto Resto spielen. Easy. Endlich. Und eine Persifbeere. Schöner Morgen, das ist mein Papa. Das sag ich mir auch. Zitiere ich mal, sind noch irgendwelche Galaktikrüpel? The fuck? Ja, aber. What the fuck? What? Ich bin ein bisschen verwirrt. Wenn man vielleicht auch, aber. Okay, dann machen wir erstmal diesen Trainerkampf hier. Why ever? So, Burn, oder? Ah, oh, schade. Der will mal einen Burn haben und kriegt ihn nicht. Rocktomb und das sollte auch für Pony dann ausreichen von dem Macholo. Das reicht nicht. Warum reicht es nicht? Es reicht nicht. Warum reicht es nicht? Und dann haben wir noch den Karateschlag und können damit das Ponyta besiegen. Marie. Ein Voltilam also. Killen sollte uns eigentlich normalerweise nicht, oder? Ich habe mal auf den Durchbruch. Okay, one-hitten den einfach, auch gut. Ich darf immer nicht switchen. Also ich darf immer nicht, ich hoffe, ich denke gleich nach dem Kampf mal anders umzustellen. Mein kurzer Gedächtnis ist so unfassbar scheiße. Paella, da kommt so eine Aquaknarre, die juckt Paella halt mal so gar nicht. Und mit dem Megasauger können wir dann hoffentlich auch dieses Mal mit ihm besiegen. Ich muss aber schon sagen, dass ich halt Mordschiss vor dem Kampf gegen den Team Galaktik-Vorstand da in Windkraftwerk habe. Gucken wir mal, was hier so abgeht. Magnet. Wir haben leider kein Elektro-Pokémon im Team, weil ich halt weiß. Wollen wir mal Frischkäse machen. And you dare go into the well, I won't works. I got the order to keep up the Ja. Genau das hat er gesagt. Genau das und nichts anderes. Ja, oh, Iron Head. Arg viel sollte der uns doch theoretisch nicht machen, oder? Oh.
Ja, geil. Und Protein ist halb tot. Okay, wir müssen mit dem McNugget. Nicht so Donnerzahn. Crit. Okay, Gewissheit. Das ist so heftig. Dann tun wir nochmal Eroas. Reicht nicht aus, der Sandwurm macht aber auch nicht so sehr aus, weil wir eben mit dem Eroas 100% hitten können. Und damit ist dann Fiffchen auch besiegt. Frisch ist Level 19, der braucht noch ein Level. Dann haben wir nicht Metang im Team. Das ist ziemlich geil. Ich kann immer noch nicht switchen und ich sollte endlich mal mein Dinger hochheilen, mein Macholo, weil das ihm gerade ziemlich gefallen würde, was ja alles so an Feuer und nicht Pokémon rumläuft. Was machen wir mit Hasenkeule? Auch wenn das Ding männlich ist, Hasenkeule so trotzdem trotz Rivalität genug Schaden machen. Das ist immer nur ein Hundduster. Ich werde diese Aussage übrigens in den nächsten paar Sekunden wahrscheinlich bereuen, aber ja, es ist nur ein Hundduster. Doppelkick reicht fast aus. Nochmal Jaula, wir sind schneller. Wenn ich mehr juckt, das hier ist nicht wirklich. Wir drücken Biss und damit ist das Hundduster besiegt. Nice. Galpin. Galpin ist doch Schluckbock, oder? Exakt. Was macht Schluckbock gegen Fischkäse? Essen wahrscheinlich normalerweise, aber das ist ja viel fresherer Frischkäse. Das ist der ultimative Killer-Frischkäse. Und sich wieder schimmelt. Nice. So, Gekticrunt, like and reach. Ja, hätte ich ja auch einen Tunnel bei Troll geholt, der schenkt die doch jedem. Kutschank, so. Du willst also wieder zurücklaufen? Ins kleine Pokémon-Center hier können wir nicht unser Macholo hochhalten für die ganzen Kampf-Pokémon. Aber die ganzen Unnicht-Pokémon. In a bargaining and over the sweep. Honey, honey, honey. Oh, wait. Honey, honey, de 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 de. Aha. Honey, honey. Be 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 de. Textsicher wie je und je. Galactic Run and Galactic Run. Heftig. Krogan und Zubat. Das ist schon zu bad für ihn, dass er hier gegen uns kämpfen muss. Comedy Gold. So. Bis. Ja, aber es ist noch ein Torment, okay. Ich bin halt den Eisenschädel rein. Felsgrab auf. Zubat, ja, auf Zubat geht der, gut. Zubat ist weg. Und jetzt hat Frischkäse hier noch seinen Eisenschädel. Seinen Seinkopfstoß und er flincht. Well. Dann können wir jetzt mal sein Headbutt drücken. Pursuit, ja, Alarm und ich Moves. Also am besten noch eine Dunkelklaue von Spinarak. Ja, da hast du einen Tarnhehl. Alle hassen Tarnhehl. Warum? Tarnhehl ist so ein Shooter Boy und alle hassen den. Das finde ich echt nicht nett. Einfach so meinen Frischkäse haten. Die Team Galactic Musik ist halt schon echt catchy, muss man schon sagen. So, jetzt noch ein Ladybar.
Jetzt kommt hier plötzlich Feuerschlag. Oder einfach ein schnelleres Mahalo. Das kann es natürlich auch geben. Galactic Run, Galactic Run. Oh yeah. Und Promotion. Oder du fängst dir einfach andere. So. Ah, what's this thing? What's the key? It's a works key. Und ich bot the key. What the fuck? What the key? Remember my sweet, sweet honey, honey. I'm thinking the sweet, sweet honey. Go on, take a whole lot. Ja, yeah, wir haben Honig und der bringt uns sogar legit nichts. Wobei, theoretisch könnte ich jetzt hier Honig ranschmieren in den Baum. Und dann um... Wie viel wäre das dann um... Wenn man eigentlich so, dass ich dann beim nächsten Part einen halben Tag vorher eine kleine Aufnahme mache und dann vorne ran cutte. Dass man hier direkt... dass ich hier noch ein Pokémon rausbekomme. Ich habe jetzt keinen Bock, um fast 4 Uhr noch eine Aufnahme zu starten. Da bin ich ganz ehrlich. Also wir werden hier, so, hier noch unseren Encounter holen, aber noch nicht jetzt. Und falls wir ihn nicht holen, und falls ich es irgendwie vergesse, erinnert mich dran. Oh, vielleicht noch mal Tani ein bisschen hochheilen. Ja, wir machen das Game auch wieder Spaß. Nachdem wir jetzt einfach nur Ultramond haben wir in den letzten paar Wochen. Einmal UDT oder PBL. Wobei, man kann, muss ja trotzdem sagen, wir sind bei beiden in der oberen Hälfte gelandet. Wo bin ich insgesamt zufrieden, sind wir beide in die Playoffs gekommen. Hätte schlechter laufen können. Hätte natürlich auch besser laufen können, aber Freezes sind Hurensöhne. Einmal so nebenbei gesagt. So. It's locked from inside. Use the works key. Ja. So. Jetzt schauen wir uns nochmal an. Mit wem kämpfen? Ich glaube, ich kämpfe ein bisschen mit Texo. No way, I have the key. Oh, ich meine die Musik da drin. It's no fun games, it's proper work, I tell you. Ja, ich tell dir gleich mal, was mein Reflex oder so kann. Der kann dich nämlich instant wegpusten, mein Freund. Ah, nicht das Ding. Slimer ist ein Mon, was irgendwie nie cool ist gegen zu spielen. Vor allem halt nicht in so... Nuzlocke und so, weil... Das ist wahrscheinlich am Vergiften ist. Ich hol's auch noch, ne? Ich call die Scheiße auch noch. Wie viel Schaden ist das? Das waren gerade 6 KP. Was zur Hölle? Was schon Poison macht hier noch? Wait, Poison macht. Macht das ein 6? Ne, ein 8, oder? Bin ich da blöd? Ja, ich bin mal drin. Weiß nicht, was. Snorlax ist ja eine andere Sache, weil das sind ja weniger KP und auch weniger speziellen Bulk. Und weil die ganzen Starter meistens spezielle Attacken haben mit Aquaknarre, Glut und so. Ja, sieht auch schon besser aus. Vom Dachmodus zu diesem speziellen Stand im Spiel sowas von OP, das ist geil. So. Ja, in dem Beutel haben wir doch auch ein Antidote dabei. Antidote. Und eine Portion haben wir auch dabei. So, da ist noch einer. Die können wir auch noch wegbetteln. Betteln. So, die sollen also Energie sammeln hier, sagt der Junge. Und setzen Kokuna ein. Well. Ich habe übrigens vorhin noch
Ich hab's ja vorhin noch gesagt mit dem Wechselsack. Soll ich da vorhin, hab ich's vorhin gesagt und jetzt denke ich selbst nicht mehr dran. Das ist mir wieder eingefallen. Geil. Okay, Wechsel einstellen. Wechselart einstellen. Ich werde trotzdem nicht dran denken. Mit 20 für Glutexo. Geil. So, dann haben wir Metapod. So. Glut. Und Safcon ist entsafkont. Nicht entsaftet, sondern entsafkont. Bin mir richtig lustig. Vielleicht fehlt Galactic Rand. Mir ist aufgefallen, wir können da hier in dem hohen Gras und auf der Route noch einen neuen Encounter fangen. Ich habe genug Pokébälle dafür. Ja, sollte reichen. So, dann müssen wir jetzt hier gegen die Alderaan und bevor ich es wieder vergesse. Battle Style, Set. Fertig. Und wir es auch endlich mal haben. So, im eigentlichen Game fängt ihr mit einem Zubat an. Deswegen würde ich ja gerne mit Frischkäse leaden. Aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass es jetzt ein Fehler sein wird. Aber Frischkäse kann eigentlich fast Eis wegböllern. I'm one of Team Galactic's 3 Commanders. No wait, it's one of 4 Commanders. My name is Marsh. Ja, weil die Charon immer vergessen. Der Haarigen da oben. Den mag nämlich niemand. Ist auch ein Tod. Ich finde es irgendwie ganz cool, dass sie sich da so ein bisschen von dem Namen her so ein bisschen an was Mythologischem orientiert haben. Nur ein bisschen unpassend ist halt, dass die Vorstände Namen von römischen Göttern haben und Charon dann der griechische Totenschiffer ist. Ist ein bisschen weird, aber ja. Genau, sei er sich hier nicht Totenfischer. Was ist es nochmal? Totenfischer. Ich habe Totenfischer gesagt. Totenschiffer, nicht Totenfischer. Frischkäse bitte. Ich habe da eine Iron Defense rein. Mach ich halt wirklich. Wenn jetzt irgendwas kommt von wegen ja physische Attacken, ja, habe ich eine Iron Defense drin. Ich verletze mich weniger und die machen mir auch weniger Schaden. Kein Bock drauf. So, tun wir nochmal eine rein. Dann wäre es Confusion weg. Nice. Sind auch Confusion, Iron Defense, geil. Das sind auch plus 4 Fist-Dev. Und sollten hier deutlich mehr Schaden machen. Deutlich besser die ganzen Sachen ja tanken können als davor. So. Snapbutt. Das soll auch killen. Jo. Paragly. Ja, genau deswegen. Jetzt, in der Turn werde ich mal hochheilen. Weil jetzt wahrscheinlich ein Fake-Out kommen wird. Und jetzt mal auch eine Dunkelklaue nicht mehr so viel, eben weil wir auf plus 4 Dev sind. Fake-Out, ja, das war klar. Ich machte 1 KP. Ah, 2 sogar. Heilen wir gleich nicht mehr. Ich will jetzt einfach nur einen Eisenschädel drücken. Ja, Finte, genau sowas. Ich mache das jetzt noch. Jetzt bin ich nicht kritten. Okay, das macht kaum was. Das waren 10 KP. Ein Schild dagegen macht auch nicht arg viel. Eklig. Eklige Spielweise hier mit Hypnose. Ist nicht cool. Citrus Berry, ja cool, danke. Fan Attack. Bitte nicht kritten. Bitte. Wir sind halt kurz vorm Crit. Ich riech's eigentlich schon, aber wie soll ich halt anders hin das Ding spielen? Soll ich jetzt hier mein Macholo reinholen, was eh langsamer ist und dann irgendwie einen Schützer frisst oder so? Aber jetzt heil ich aber. Obwohl, ich kann gar nicht heilen. Hier ein Proteine. Soll jetzt nicht so viel machen. Ja, Crit. Ja, da war der Crit. Genau da war er. So, jetzt gehen wir auf den Low-Kick.
Fassade. Proteine, bitte. Bitte, bitte, bitte. Tanks, Low-Kick, weg. Boah. Oh. Bronzel. Auswitchen, ich gehe in Blutexo. Er soll das Ding recht safe wegbekommen. Extra Sensory, das. Ich mach das. Okay, jetzt bin ich kein Heatproof, einfach nur Schwebe. Das könnte Heatproof sein. Och, hat jetzt über eine Citrus Berry drauf oder was? Dragon Rage sollte killen. Und falls nicht, Loot hätte es auch nicht getan. Gut. Damit ist Bronze dann auch down. Routine bekommt Level 20 und will Knockoff lernen. Der ist ja schon so gut wie in den neueren Games, oder? Ja, natürlich ist er so gut. Nice, ist aber Abschlag. Janma. Glut hältst du doch hin. Glut hältst du doch easy hin. Glut. Herr Kater, den tankst du. Du tankst du, den tankst du. Gut. Glut. Killt nicht. Speed Boost. Den Hasenkeul, das ist das safeste gerade. Das hat wahrscheinlich die beste Spätze dafür im ganzen Team. Das macht guten Schaden, das war echt guten Schaden. Jetzt, wenn jetzt eine Confusion kommt oder so. Okay, er kann doch nicht kritten. Nicht kritten. Poison Fang, weg. Damit haben wir Mars ohne Verluste besiegt. Nice. Meine Güte, was waren das hier gerade schon wieder? Ups, der Master One Up, yo. Lucy Child, oh yeah. Ja, ich hab eure gesamte Armee hier zerfickt, Alter. Ich will noch mehr zerficken hier. Ihr seid alle kacke. Alle einfach kacke. Before time being. So. Ich denke, der wird sagen. Bitte. Wir sagen, wir sind jetzt bei etwa 23 Minuten. Wenn man den Part nicht so lang wie den letzten, der war 35 Minuten lang. Haben wir jetzt lieber so. Wait, habe ich heute nicht? Haben wir? Nee, gestern war Freitag. Scheiße. Damit wir jetzt einfach einen Triflon fangen können. So, aber. Oh, da ist der Bell. Was geht? Upgrade this power plant. Ja, ja, ja. Halt dein Maul. So. Ja, ist leer, mein Freund. Ja, ich hab alle weggeböllert, du Blödmann. Einfach alle mal wieder hoch. Wir haben einfach alle Pokémon auf 13 KP sind. Auch gut. So. Supertrank. Noch ein Supertrank. Noch ein Supertrank. Und dann machen wir noch mit normalen Tränken. So. Lego. Magnetilo. Wir sollen mit Fischkäse eigentlich sehr gut beaten können. Jo. Thunderwave, jo, Mist, nice. Nochmal Iron Head. Jetzt haben wir ein bisschen Flinch. Da sind wir uns jetzt hier nicht parat. Flinch, nice. Dann holen wir mal hier einen Pokéball raus und fangen dieses Magnetilo.
So, Nicken habe ich mir auch schon ausgedacht, der zu meinem Tilo mal noch ganz so passt, auch zu allen drei Formen. Und zwar würde ich sagen, wir nennen Magnetilo aufgrund von der Form von seinen magnetisierenden Magneten Crosser. Crossoir, keine Ahnung. Croissant. Ich hasse Französisch. So. So, Route 205. Hier können wir auch noch was fangen. Und zwar können wir hier fangen ein Voltilam. Sollen wir mit Frischkäse sich auch sehr gut bieten können? Cotton Spore. Kann das Ding überhaupt. Kann das Ding normalerweise auch Baumwollsaat? Ich meine, es ist scharf. Es ist ein Schaf. Es hat Schafwolle. Warum soll es dann Baumwolle? Das ist weird. So. Dann haben wir dann Marilyn auch. So. Und ich weiß, der Name ist unfassbar kreativ, aber es muss halt sein, wenn es ein... Obwohl, ich habe einen besseren Namen. Wir wissen ja, auf welchem wunderbaren Essen Lamm manchmal drauf ist. Und so auf den Döner. Encounter mag man nicht. Hauptspaß. Es ist Hauptspaß. Hauptspaß. Wir haben jetzt immer einen Trainer, oder? Bulk up. Cool. Kann es außer. Also, Macholo könnte es natürlich lernen, aber. Ich weiß nicht, ob ich es ihm aktuell wirklich beibringen will. Weil ja, ich bring's ihm mal bei für Low Kick oder so. Weil Karate-Schlag halt meistens aktuell noch besser ist. Durchbruch meine ich. Meistens besser. Und wir haben eine recht gute Coverage mit Proteine. Der sollte mittlerweile echt gut aufräumen können. So. Dann kämpfen wir jetzt noch gegen die eine Trainerin, weil... Oh, der Trainer ist jetzt einfach da. Der Wanderer. So. Weil wir wollen ja noch die Entwicklung von Tarnhill sehen. Das ist so ein Banner natürlich perfekt, weil der meistens Gestein-Pokémon und dann kommt da plötzlich natürlich ein Dick da. Aber wir sollen schneller sein und den Ironhead killen. Okay, Heuler. Wir haben Neutrathaus, oder? Was ist denn der für eine Fähigkeit? Ach stimmt, der hat Rockhead, ne? Noch immer man einem Tarnhill Rockhead gibt. Ich verstehe es nicht ganz. Ich finde Neutrathaus so deutlich besser. So, Newmel. Was ist mit dem Pokémon los? Als ob der kein. Als ob das ein Wanderer ist und der keine Gestein-Pokémon hat. Was zur Hölle? Meine tut 4, okay. Es hätte Tarnhill wahrscheinlich trotzdem guten Schaden gemacht, aber wir kriegen einfach nur 1 KP Schaden mit Paella. Und können mit Bubble Beam zurückschlagen. Paella ist bisher einfach legit der MVP in der Nuzlocke hier. Er kam zuerst rein, nachdem Shiggy, Hydropi und Bisasam weg waren. Aber er ist ein MVP. Unser Primo Mexikaner hier. Weißt du mir das Gestein-Pokémon? Aber die können wir hier, glaube ich, eher mit dem Brick Break killen. Aber jetzt, wenn ich das jetzt irgendwie probiere mit Methanhill zu machen. Brick Break, Shutdown down und. Soll Paya trotzdem mal ein bisschen länger nicht trainieren. Dreht viel zu viele Kaffee. So, 84 Pokédeutsch und Meta. Ja, nice. Wow, Frischkäse ist evolving. Frisch. Congratulations, your Frischkäse involved into Metan. Will er was lernen? Okay, will er nicht. So, dann kommen wir in den Beutel, weil wir haben ja ein paar schöne TMs. Und ich wäre aktuell natürlich großer Fan davon, ihm jetzt einfach Brick Break bei ja, Rock Tomb oder Brick Break? Rock Tomb bringt uns halt was gegen die ganzen Feuer-Pokémon. Brick Break hilft uns gegen die ganzen Unlicht-Pokémon. Ich nehme Brick Break.
Vor allem gibt es auch gegen Stahl-Pokémon, gegen andere. Jetzt haben wir Big Brain. Ich wollte eigentlich die Fenster nicht verlernen lassen, weil wir vorhin da im Kampf gegen Mars gesehen haben, dass es gut mal was bringen kann. Aber ich würde sagen, damit beenden wir erstmal den Part für heute. Jetzt habe ich habe nach 23 Minuten gesagt, ja, der Part ist gleich vorbei und jetzt haben wir schon wieder die halbe Stunde voll. Geil. Aber ich würde sagen, das war's dann für heute. Bis zum nächsten Mal und ciao.